zeige ich euch, wie ich diese leckere Pizza Paprika Mozzarella gemacht habe. Braucht ihr alles für eure Vorbereitungen? Erst machte ich meinen Pizzateig, den ich eine Stunde ruhen gelassen habe. Ich ihn ausgerollt und auf Backblech gemacht. Eine Tomatensauce gerichtet, eine Tomatensauce drauf verteilt, Reibkäse drauf gemacht, Paprika drauf gemacht, und noch Schinken, noch ein bisschen Mozzarella, in den Backofen auf 220 Grad vorgeheizt. Pizza in den Backofen geschoben. Ihr habt da das Rezept. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch einen entspannten Samstag. Wir hören uns, euer Hobbykoch.